So klein und schon mal den Sturmtruppen. Willkommen auf dem Todes... nein, in der Noppenkürzenscheune. Ich bin TKBLKSTR und ihr schaut Blockstar. Heute schauen wir uns die Star Wars Mystery Box an. Ja Leute, wie immer kleiner Disclaimer, dies ist ein Werbevideo wegen Markennennung, Lego und Lego Star Wars. Ich bekomme kein Geld, ich habe mir diese Box selber erarbeitet. 85 Euro Einkauf, da gab es dann die damals im April. Ich bekomme kein Geld dafür, ich mache das nur an Spaß und der Freude. Wäre cool, wenn ihr ein Abo da lassen könntet, das Video liken und kommentiert schön, damit wir in Kontakt bleiben. So, und jetzt viel Spaß bei dem Video und möge der Klemmbaustein mit euch sein. So, da ist sie, die Star Wars Mystery Box von Lego, das Set 500-5704. Diese gab es, wenn man am 11. April 2019 ab 0 Uhr Sachen im Wert von über 85 Euro bestellt hat. Das habe ich gemacht. Ich habe mir das Imperial Dropship in der 20-Jahr-Edition bestellt, hauptsächlich wegen den Stormtroopern. Und ich habe mir Major von Rex TIE Interceptor von der First Order bestellt, quasi den roten Baron von Star Wars. Fand ich ganz cool. Bin so auf knappe 90 Euro bekommen und habe sogar noch on top ein Lego Hühnerei-Skater-Pot oder so ähnlich hieß das, bekommen. Ja, die Box an sich relativ unspektakulär. Ihr seht es gerade, eine schwarze Pappschachtel, die mit Tesafilm zugemacht wurde. Eigentlich, ja, jetzt dadurch eigentlich gar nicht so diesen Sammlerverschlusswert hat. Denn, mal ganz ehrlich, ich kann es ja auch wieder mit Tesaband zumachen. Aber das ist ja genau der Punkt. Ich sammle Lego Star Wars und hätte durch diese Box mal eher aufmachen müssen, weil fast alle anderen Sets habe ich zu. Deswegen ja auch diesen Kanal zur Selbstheilung, mal was aufbauen, mal was zeigen, mal Spaß haben am Bauen und vor allen Dingen am Zeigen und nicht nur horten. Hier seht ihr es gleich, wenn ich den Karton aufgekriegt habe endlich, dass dort eine Karte zu einem Gewinnspiel bei drinne liegt. Und Gewinnspiele dauern nicht ewig. Und wenn man so eine Box ewig bei sich stehen hat, so wie ich jetzt fast ein ganzes halbes Jahr, kann man nicht mehr daran teilnehmen. Und so ein cooler R2-D2 in Platin oder Silber wäre schon was gewesen. Tja, ja, der Inhalt hier, ein Polybag DJ, Benicio del Toro von dem letzten Star Wars Teil. Richtig cool eigentlich, seine Rolle, wenn man überlegt, der hat es in Star Wars und bei Avengers mitgespielt. Voll cool. Ja, dann hier haben wir R3-M2, ein Astromech-Droide, den sieht man ganz kurz bei Rogue One auf Yavin. Finde ich ganz cool, hier dieses Polybag, nämlich ein A-Wing Pilot. Pavel Quinnett heißt der Herr. Das ist der, der bei Rückkehr der Jedi-Ritter in die Brücke der Executioner fliegt und diese zum Absturz kommt. Ja, hier, die kleine Ray für den Schlüsselbund. Ist immer schade, Schlüssellänger. Die nutzen sich so leicht ab, da geht die Farbe ab. Und naja, jetzt ist Ray auch jetzt nicht so der Burner, finde ich, für die Hosentasche. Aber das hier ist halt ganz cool. Den alten Sith Lord für die Hosentasche. Das Vader-Pod, ja, das wäre seine Kamera für unterwegs, für die Hosentasche. Das ist eigentlich ganz geil. Dafür hat es sich dann für mich schon gelohnt, also für diesen Darth Vader-Pod und für den A-Wing Pilot. Aber ansonsten sind so, ja, Polybags eigentlich jetzt nicht so cool. Man kriegt sie ja eh, wenn man mal im Shop ist oder bei anderen Bestellungen. Also ich hätte eigentlich jetzt nicht dafür aufbleiben müssen, um als Erste diese Box zu bekommen. Wie gesagt, hier Ray. Schlüsselanhänger nutzen sich leider ab. Das habe ich beim Stormtrooper gesehen, habe ich schon so oft gehabt. Die sind nach ein paar Wochen, sind sie weiß. Wie gesagt, der Herr hier, der abgeschossen wird und dann kamikazenmäßig in die Brücke reinfliegt, das ist ganz cool. Ja, diesen Astromech-Droide sieht man nur einmal ganz kurz, hat eine hohle Birne, das ist wohl das Coole. Und Benicio del Toro aus Canto Bate, die Szene kennen wir ja. Und das tut so weh, ich hätte ihn so gerne gewonnen. Wobei natürlich auch noch nicht klar ist, ob ich ihn überhaupt gewonnen hätte, aber die Chancen halt. Ne? Es bringt halt nichts, wenn man es halt rumliegen hat in seinem Pappkarton und es steht in der Ecke. Ich habe so einen Raum, der ist voller Lego-Steine, ich nenne ihn meinen Mount Bricks und da stand dieser Karton auch hinten in der Ecke zugestaubt und dachte mir jetzt, Mensch Jörn, wenn du jetzt Videos machst, dann hau das raus. Hau das raus, zeig's den Leuten. Ich packe diese Polybags jetzt trotzdem nicht auf, weil ich nicht weiß, vielleicht verlose ich sie nochmal. Vielleicht kann ich sie tauschen gegen was anderes. Da ist diese Karte als ja, Edelmetallfigur richtig cool wahrscheinlich. Hat nicht jeder. Das wäre schon was. Ja, hier die Ray als Schlüsselanhänger. Gut, den werde ich vielleicht benutzen oder vielleicht
auch tauschen gegen was anderen. Den her brauche ich vielleicht noch, weil vielleicht baue ich mir das da mal als, ja, als Mock. Ist wahrscheinlich schwierig, das aufzubauen, aber ich finde es halt cool, diese Szene. Und Benicio del Toro mit diesen Pop-Up hinten, man kann sie zusammenstecken mit diesen anderen Figuren, die es in den anderen Serien gibt, wie der 20-Jahr-Edition und sowas, so wie hier, als auch der R3-M2, hat schon was, auch wenn es jetzt keine High-End-Figuren sind, die die Storys vorangetrieben haben. Und ja, hier, den dunklen Lord für die Hosentasche, das finde ich schon cool. Da kann man sein Thys-Gewissen immer schön beruhigen. Ja. Fighters, more time. Concentrate all fire on that superstar destroyer. Sir, we've lost our bridge deflector shield. Intensify the forward batteries. I don't want anything to get through. Intensify forward firepower. Ah! Too late. So viel Lärm um nix. Hätte ich es mal eher ausgepackt, dann hätte ich auch bei dem Gewinnspiel teilnehmen können und hätte die Chance gehabt auf eine Unique Edelmetall R2D2-Figur. Aber tja, das ist das Problem eines Sammlers, der immer nur hortet und nie auspackt. Deswegen ja auch dieser Kanal zur Selbstheilung. Ja, diese Figuren an sich, gut. Das Pop ist mit das Coolste noch. Es ist nice to have, aber es war jetzt kein Zwang, dass ich, also kein Muss, dass man so wie ich bis um 0 Uhr wartet und dann für 85 Euro was einkauft, dass man dann diese Sets hier hat. Das hätte man sicherlich auch einzeln machen können, so wie das Vader-Pod, wenn ich es gebraucht hätte. Aber egal, es macht Spaß. Wisst ihr ja, Klemmbausteine und Star Wars sowieso, das ist ja quasi schon fast eine Religion. Bin trotzdem froh, dass ich es habe. Bin jetzt auch mal froh, dass ich es ausgepackt habe. Ich bin froh, dass ich euch habe daran teilnehmen lassen. Und ja, mir bleibt nichts anderes zu sagen als lasst ein Like da, kommentiert schön. Vielleicht habt ihr ja ähnliche Sets oder ähnliche Erfahrungen gemacht mit irgendwelchen Special-Angeboten, die dann hinterher nur so ja waren. Ist ja eh gerade so eine Geschichte mit dem VIP-Programm, aber das ist ein anderes Thema. Ist wieder schön, dass ihr reingeschaut habt. Besucht meine anderen Videos, guckt sie an, das wird immer mehr werden. Und ja, nochmal danke an dich persönlich, das hätte ich nie gedacht. Nett, dass du da bist. Ja, also dann bis zum nächsten Mal. Auf Wiederbauen, euer Blockstar.